Warum ist da eine Sicherheitskamera? Zorn! Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn. Weil sie dazu neigt, die Probanden... Fester! Sieh fest! Fester! Fester! Ich glaube, da ist alles gut gegangen. Ich dachte schon, er steht gerade wieder auf. Ah, jetzt sind wir hier. Sieh mal einer an. Wrench Jockey, Kampftonika. Wrench Jockey lässt ihren Oberkörper anschwellen. Also wie bei mir. Wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Aber nur knüppelartige, keine anderen. Erhöht den Rohrzangenschaden. Und das werden wir natürlich auch gleich mal ausprobieren. Klappt ganz gut. Gut, dass das Dummerle da rumstand. Zufälligerweise natürlich nur. Es ist toll für dich. So neu. Ich brauche das, hörst du? Mist. Ach ja. Alter. Das ist ein Standardverfahren. Das ist ein Standardverfahren. Wo ist er hin? Und wieso kommt da jetzt noch ein zweiter von diesen komischen Granatendoktoren? Wie blöd ist denn der? Jetzt wirft er überall seine Granaten hin. Oh, cooler Hut. Ich will den Hut. Ich kann den Doc doch hier nicht so rumlaufen lassen, verdammt. Rechtschaffenes Rapture. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat, aber er ist auch gefährlich. Jedes Leck ist ein Warnsignal. Wenden Sie dem Zentralrat umgehend jeglichen Wassereintritt. Das mache ich natürlich. Ist der zufällig? Ach, der Nitrospleißer wollte sich hier in unserem gehackten, an unserer gehackten Midi-Station heilen. Genau deswegen mache ich das ja sonst immer. Einen habe ich hier ausgelassen, aber ich sollte das bei allen machen. Und wenn die versuchen, sich zu heilen, pff, Ende. Das klappt super. So. Wir müssen aber immer noch irgendwie da lang. Das Problem ist, wir werden da nicht lang kommen. Glaube ich zumindest, oder? Kommen wir da lang? Und da hinten aber eine Kamera, okay. Scheiße, ich hab den Elektroscheiß gar nicht mehr dabei.
Was mache ich denn jetzt? Mal gucken, ich probiere es mal abzufackeln. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich alles hacken könnte, aber... Wow, Feuerbälle helfen super. So, komme ich da rein? Ja. Ach, sowas Blödes. So, bevor ich hier reingehe, speichere ich nochmal. Ich will ja eigentlich gar nicht so viele Feuerbälle verschleudern. Ich habe gerade überlegt, ob ich lade. Die lag doch eben nicht da. Was war denn das? Da lief doch gerade irgendwas weg. Bandagen. Tempo-Hacker haben wir ja schon. Ne, Security-Expert und Tempo-Hacker. Na gut. Haben wir jetzt zwei davon. Plasmide sind die Farbe. Tannenbaum. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Natürlich, du bist so ein Schöpfer einfach. Die hat eine Knarre. Und sitzt sehr undamenhaft da, möchte ich sagen. Okay, erschießen oder mit der Wench umhauen? Hallo? Mist! Genau jetzt keine Muni. Komm her! Ich hab meine Zeit nicht gestohlen, du Ungeheuer! Oh, wo geht's? In deinem Arsch! Verdammt! Ich muss mal ein bisschen sparsamer werden mit, mit der Muni. Scheiße, ich will gar keinen Alkohol saufen und sauf trotzdem immer. Scheiße, nur drei Pistolenkugeln. Schätzchen? Ja, ich bin es! Mann, da war ein Bums hinter. Okay, hier kommen wir immer noch nicht durch. Können wir dann die Tür aktivieren? Ja, können wir. So. Black Mesa, Black Mesa Kisten, Black Mesa. Ah, Telekinese. Einer. Guck mal, hier ist einer. Doch, doch, hier ist einer. Guck doch mal. Jetzt ist die da hinten. Ich speichere mal eben.
Denn ich würde gerne die Kamera hacken. Schätzchen? Ja! Ja, hier drüben. Ich bin's, Schätzchen. Ah, du warst das! Du! Komm schon, gib mir Muni! Komm raus und kämpfe fair! Niemals! Ich brauch die Muni, Mädchen! Kat, tut mir leid! Neuer Versuch! Wie das zeigt dich, ich will dich sehen! Nein! Gut. Ach, die haben wir ja auch noch. Naja, auf die Entfernung nicht unbedingt so sinnvoll. So, dann wollen wir die mal hacken. Autohacker mache ich bei denen einfach nicht, weil die spare ich mir dann lieber für später. Wenn wir da genug haben, dann kann man die verschwenden, aber jetzt momentan würde ich die gerne noch ein bisschen sparen. Weil wir mit Sicherheit später noch mehr als genug Gelegenheit kriegen werden, einen Autohacker zu benutzen. Aber den einfachen Sachen hier, das geht ja easy hier. Zips! So, und wieder ein bisschen Muni. Nichts drin. Antipersonenkugeln, Antipersonen-MG-Patronen. Und ein Safe. Okay, ich speichere mal wieder. So, das ging jetzt am schnellsten, weil wir sind wir einfach hingelaufen zum Hacken. Ich muss gleich mal eine Aufnahmepause machen, ich muss dringend was trinken. So, nehmen wir mal, nehmen wir das mal. Mann, was ist denn los? So. Was sind gerade? So, und dann den Safe auch nochmal hacken. Safe lässt sich öffnen. So, gucke mal hier und dann machen wir noch einen. Ein Röhrli haben wir noch und fertig. MG-Patronen, panzerbrechende Pistolenkugeln und Verbandskasten. Wenn das weiter so geht, dann kriegen wir den Big Daddy vielleicht sogar down beim ersten Mal, aber da glaube ich noch nicht dran. Ist schon ewig her, dass ich mal gegen Big Daddies gekämpft habe. So, der Raum war super Sinn. Da staune ich aber. Für dich bin ich schöner als die Garbo. Na gut.